Weise verschönern lassen. Hans, denn der lümmelt schon seit 20 Jahren faul auf dem Sofa rum und lebt von der Stütze. Aber jetzt, nach 20 Jahren, soll alles anders werden. Anneliese, reicht's. Mal anrufen und wir sind sofort zurück. Was ist eine bescheidene Methode, mit einem Mädel Schluss zu machen? Sie einfach nicht mehr anzurufen. Und was ist absolut tabu, um einen Kerl zu halten? Zu sagen, man sei schwanger. Ja, gut, dass bei den beiden die Welt noch in Ordnung ist. Weise verschönern lassen. Hans, denn der lümmelt schon seit 20 Jahren faul auf dem Sofa rum und lebt von der Stütze. Aber jetzt, nach 20 Jahren, soll alles anders werden. Anneliese, reicht's. Weise verschönern lassen. Hans, denn der lümmelt schon seit 20 Jahren faul auf dem Sofa rum und lebt von der Stütze. Aber jetzt, nach 20 Jahren, soll alles anders werden. Anneliese, reicht's. Mal anrufen und wir sind sofort zurück. Was ist eine bescheidene Methode, mit einem Mädel Schluss zu machen? Sie einfach nicht mehr anzurufen. Und was ist absolut tabu, um einen Kerl zu halten? Zu sagen, man sei schwanger. Ja, gut, dass bei den beiden die Welt noch in Ordnung ist. Mal anrufen und wir sind sofort zurück. Was ist eine bescheidene Methode, mit einem Mädel Schluss zu machen? Sie einfach nicht mehr anzurufen. Und was ist absolut tabu, um einen Kerl zu halten? Zu sagen, man sei schwanger. Ja, gut, dass bei den beiden die Welt noch in Ordnung ist. Weise verschönern lassen. Hans, denn der lümmelt schon seit 20 Jahren faul auf dem Sofa rum und lebt von der Stütze. Aber jetzt, nach 20 Jahren, soll alles anders werden. Anneliese, reicht's. Weise verschönern lassen. Hans, denn der lümmelt schon seit 20 Jahren faul auf dem Sofa rum und lebt von der Stütze. Aber jetzt, nach 20 Jahren, soll alles anders werden. Anneliese, reicht's. Weise verschönern lassen. Hans, denn der lümmelt schon seit 20 Jahren faul auf dem Sofa rum und lebt von der Stütze. Aber jetzt, nach 20 Jahren, soll alles anders werden. Anneliese, reicht's. Weise verschönern lassen. Hans, denn der lümmelt schon seit 20 Jahren faul auf dem Sofa rum und lebt von der Stütze. Aber jetzt, nach 20 Jahren, soll alles anders werden. Anneliese, reicht's. Weise verschönern lassen. Hans, denn der lümmelt schon seit 20 Jahren faul auf dem Sofa rum und lebt von der Stütze. Aber jetzt, nach 20 Jahren, soll alles anders werden. Anneliese, reicht's. Mal anrufen und wir sind sofort zurück. Was ist eine bescheidene Methode, mit einem Mädel Schluss zu machen? Sie einfach nicht mehr anzurufen. Und was ist absolut tabu, um einen Kerl zu halten? Zu sagen, man sei schwanger. Ja, gut, dass bei den beiden die Welt noch in Ordnung ist. Weise verschönern lassen. Hans, denn der lümmelt schon seit 20 Jahren faul auf dem Sofa rum und lebt von der Stütze. Aber jetzt, nach 20 Jahren, soll alles anders werden. Anneliese, reicht's. Weise verschönern lassen. Hans, denn der lümmelt schon seit 20 Jahren faul auf dem Sofa rum und lebt von der Stütze. Aber jetzt, nach 20 Jahren, soll alles anders werden. Anneliese, reicht's. Weise verschönern lassen. Hans, denn der lümmelt schon seit 20 Jahren faul auf dem Sofa rum und lebt von der Stütze. Aber jetzt, nach 20 Jahren, soll alles anders werden. Anneliese, reicht's. Weise verschönern lassen. Hans, denn der lümmelt schon seit 20 Jahren faul auf dem Sofa rum und lebt von der Stütze. Aber jetzt, nach 20 Jahren, soll alles anders werden. Anneliese, reicht's. Weise verschönern lassen. Hans, denn der lümmelt schon seit 20 Jahren faul auf dem Sofa rum und lebt von der Stütze. Aber jetzt, nach 20 Jahren, soll alles anders werden. Anneliese, reicht's. Weise verschönern lassen.
Hans denn? Der lümmelt schon seit 20 Jahren faul auf dem Sofa rum und lebt von der Stütze. Aber jetzt, nach 20 Jahren, soll alles anders werden. Anneliese, reicht's.